Hallo, guten Abend zusammen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr heute wieder Zeit zum Basteln mit mir habt. Ich habe heute eine schnelle Verpackung für euch. Die liebe Andrea hat mich gefragt, wie man die macht, und die ist ja so einfach. Und ich dachte, obwohl ich ja die ganze Zeit mit der Vorbereitung für die Kreativweltmesse bin, ich dachte, das ist perfekt, dann kann ich euch ein schnelles Projekt so zwischendurch zeigen. Und ja, vielleicht habt ihr ja noch eine neue Idee für eure ja, kleine Goodies zu verteilen. Es muss nicht unbedingt zum Halloween sein, aber ich finde diese kleine Versandtasche so schön. Die benutze ich immer wieder für alles Mögliche. Und ich bastle mit euch einfach ganz schnell eine Verpackung. Ich drehe die Kamera um und zeige euch, was auf meinem Tisch ist. So. Ja, genau. Hier sind die Materialien. Schauen wir mal, dass ich in der richtigen Stelle bin. Hola, Andrea. Schön, dass du da bist. Genau, ich habe danke für die Anregung, die Versandtasche zu benutzen. Hola Renata, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr anschaltet. Schau mal, ich habe die letzten zwei Süßigkeiten, also Schokoladen, für Halloween noch da zum Basteln. Und ich fand die Anregung von Andrea so toll. Ja, aber ich habe auf Instagram ein Foto von die Tasche gepostet, was ich gemacht habe, was ich nicht mehr habe, weil ich alles verschickt habe zu meinem Kartenclub. Und ich wollte euch zeigen, wie ihr das nachbasteln könnt. Ich habe dafür das Designerpapier Geistertanz benutzt, halt typisch zum Halloween. Aber ich wollte euch vorher noch zeigen, dass das Designerpapier viel mehr kann als nur Halloween. Das ist das Designerpapier, das ich halt für den September-Kartenclub benutzt habe. Wir haben Karten damit gebastelt, die gar nicht Halloween-mäßig sind. Die waren ja so Autumn, wie sagt man. Also dieses Jahreszeit, die wir jetzt haben. Also das ist eine von den Karten. Das haben wir auch in Facebook Live oder eine Version davon gebastelt. Da haben wir zum Beispiel das auch. Das hat das Papier, aber keinen Halloween-Gruß. Und dann haben wir zum Herbst das noch gebastelt. Herbst, genau, Herbst. Und wir haben das Designerpapier nicht benutzt, aber halt das Produktpaket mit dem dankbaren Herbst. Bei dem Kartenclub basteln wir immer vier Karten, jeweils zwei Versionen, einmal zum Behalten, einmal zum Verschicken. Und das sind die, die wir im September gemacht haben. Und die haben halt die halbe Packung von das Designerpapier, eine Rolle von dem tollen Geschenkband in Vanille und alle zugeschnittenen Material plus die Straßensteine. Und jeden Monat gibt es halt vier weitere Ideen zu einem anderen ja, Stempelset oder Designerpapier. Und ja, das wird jeden Monat verschickt. Also, ich habe für die kleinen Goodies diese Versandtasche benutzt. Die ist total süß. Das sind in der Packung sind Senfstanzen, die dazu komplementiert sind, aber ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich davon fast gar nicht benutzt habe, außer vielleicht diese kleinen Zweige habe ich ein paar Mal benutzt. Damit kann man hier so eine Schleife basteln. Hier sind Mini-Etiketten so süß. Also die habe ich auch benutzt, weil das Etikett ist so gesticht. Die finde ich total süß. Und hier noch ein Teil von der Schleife. Aber im Prinzip benutze ich immer halt das, um die Tasche zu stanzen. Verbrauch auch ganz wenig Papier. Das habe ich jetzt gemessen. Ich glaube, es sind 11. Ich messe es nochmal, bevor ich was Falsches sage. Also das sind 14,5 cm mal 11 cm. Und das wird halt durchgestanzt, um die kleine Tasche zu basteln. Also kommt die große Maschine. Das ist vielleicht die einzige Nachteil,
dass die Stanze nicht durch die Minimaschine passt. Und deswegen muss man halt die Dose hier am Tisch bringen. Ich habe halt leider von diesem Designerpapier nicht mehr übrig. Das ist das, was ich halt für die Tasche auf Instagram benutzt habe, aber das ist auch genauso gut. Also die Farben, die Farben sind auch genau so Halloween. Und die wird halt einfach hier durchgestanzt. Ich muss halt noch schauen, dass ich das... Ich habe das so knapp, glaube ich, geschnitten. Aber ich glaube, das passt trotzdem. Ich habe keinen Platz auf meinem Tisch für die große Maschine. Ich muss sie euch ein bisschen nach oben ziehen und dann durchgrübeln. So. Das ist schon mal fertig. Dann können wir die Tasche wird dann ausgestanzt und dann gleichzeitig sind, okay, ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, aber gleichzeitig sind so Falzlinien noch mitgemacht worden. Also vielleicht könnt ihr das hier sehen. Und das muss man einfach nur nachfalten. Mit dem Falzwein vorsichtig drüber gehen, damit man halt scharfe Kanten bekommt. Und natürlich ja, entscheidet man halt, welche Seite von dem Papier man benutzen will. Und was ich mache, je nachdem, was ich hier rein tue, die ist halt nicht so breit. Aber man kann so ein bisschen mit dem Falzwein so drüber gehen, dass ein bisschen Form für ein bisschen mehr Platz drauf ist. Und das war's. Dann müssen wir nur zusammenkleben. Da die Leichen so schmal sind, dann nehme ich halt gerne Flüssigkleber. Vorsichtig, nicht so viel. Ich versuche jetzt nur zu verteilen, nicht mehr drucken. Also nicht so viel benutzen, damit das nicht außer diese Laschen explodiert. Und lasse ich dann zu trocken. So. Drücken ein bisschen fest und warten, dass es getrocknet wird. In der Zwischenzeit kann man ein bisschen was stempeln. Ich habe hier auch Vanillefarbkarton, weil hier in das Designerpapier Vanille vorhanden ist und in meinen tollen Geschenkband, das ist die, wie heißt das, Karos? Schwarz und Vanille pur Karos. Groß gemusterte Karosband. Und hier habe ich einen Kürbis genommen und das ist Spruch Süßes Halloween. Das kriegt wahrscheinlich der Postbote morgen, wenn er mir was Tolles bringt. Dann kriegt hier meine letzte Verpackung zum Halloween. Wir brauchen auch die Hanfstanze dazu. Also es kommt eine Hanfstanze. In das Produktpaket gibt es ja auch eine Hanfstanze und da kann man sich jetzt zwei von den Kürbisse austanzen plus Blätter plus ja das Ding auf dem auf der Kürbisse und aha, ich will die andere, ich will die große Kürbisse haben. Man kann die auch mit der Schere schneiden, das ist kein Thema, das sind keine komplizierte Formen. Aber ich finde trotzdem viel einfacher, wenn man solche Stanzen hat, mit denen man ja einfacher, schneller schneiden kann. Also ich habe hier kürbisgelbe Tinte, das ist eine neue Stempelkissen. Mal schauen, wie uns
geht mit der neuen Tinte. So. Okay. Ich glaube, das wird ein bisschen heller, wenn es trocknet. Und ich habe noch hier schwarze Tinte, Memento, für das Gesicht von meiner Kürbis. Muss man nicht, aber die ist ja lustig zum Halloween. Und die stempeln wir mit schwarzer Tinte. Ist süß, oder? Auch wenn es Halloween ist. Dann kommt in das Tanze rein. Lassen wir ein kleines weißes Rand und drücken durch. Gucken wir, dass unsere Haut nicht hier zwischen die Stanze bleibt, weil das tut ziemlich weh. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und dann, ich habe hier Reste in Kupferblank, glaube ich. Man kann aber Pekanus auch benutzen. Und hier von oben diese kleine Ding hier. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber das kommt auf jeden Fall hier auf der Kürbisse. Und das, oder auf der Kürbis. Und das befestige ich hier mit einem Mini-Klebepunkt. Ich klebe es halt auf die Rückseite von der Kürbis und hole es mir nochmal ab. Ich würde so. Okay, jetzt ist die Kürbis fertig. Wir brauchen nur noch unseren Spruch, der süßes Halloween, auch in Schwarz. Aber dafür habe ich ja immer so Papierreste, wenn ich Einleger schneide, dann bleibt mir immer so ein Papierstreifen, die hier hoffentlich ganz perfekt für mein süßes Halloween passen soll. Deswegen behalte ich diese Reste immer gerne für solche schmale Grüße. Süßes Halloween. Genau. Da ist die. Fertig. Und die schneiden wir einfach mit der Schere. So. Das ist schon mal erledigt. Machen wir lieber zu, bevor unsere gestempelte Sachen drauf landen. Dann, was ich gemacht habe, ich habe diese tolle Geschenkband, weil manchmal mache ich so viel hier rein und dann explodiert ein bisschen. Deswegen mache ich das Geschenkband hier so umherum und binde ich eine Schleife zu. Das im Fall der Fälle, wenn die kleine Tasche aufgeht, dass die Sachen nicht rausfallen oder dass es nicht doof aussieht, dann habe ich hier die Schleife, die außerdem ganz toll hier passt. Genau, und dann schneiden wir halt die Enden kurz. Genau. So, jetzt haben wir die Kürbis und die kann hier chillen daneben der Schleife. Also wir können halt die Schleife so bewegen, wie wir wollen. Wir können es halt hier oben, wir können es halt mittig. Ich glaube, bei meinen, was ich gepostet habe, was an die Seite und die hier unten, die kann ich auch noch weiterziehen, damit die kleiner wird und ich mehr Platz für anderes habe. Ich würde sagen, wir machen wieder unten. Die Kürbis kann hier oben chillen mit ein paar Dimensionals. Oder mit einer sollte es reichen. Ich mache zwei. Diese Folie abziehen.
hier draufkleben und den Spruch auch gleich hier auch mit den Menschen alles. Genau, und dann ist fertig unsere kleine Verpackung. Ganz schnell mit wenig Material und natürlich kann man es halt dekorieren, wie man möchte. Ich habe jetzt hier für Halloween benutzt, aber ich habe dann im Juli schon für den Weihnachten im Juli habe ich auch ein paar Süßigkeiten in Weihnachtsmotiven auch in dem Kartenclub geschickt und ja, immer wieder was anderes, einfach so als Danke. Ganz praktisch und ja, kann man immer halt in einen Umschlag reinpacken und sich bei jemand halt melden und eine Freude machen. Das war's. Danke dir, Andrea. Ich freue mich, dass es dir gefällt. Jetzt weißt du, wie das geht und super easy, oder? Und die Versandtasche, wie gesagt, die ist, glaube ich, sie ist nicht im Katalog. Die kann man aber trotzdem bestellen, solange wie der Vorrat reicht, sage ich mal. Weil wenn sie nicht im Katalog sind, dann ist halt keine begrenzte Zeit, wo sie sagen, okay, bis Ende des Katalogs ist die immer verfügbar. Wenn sie nur online ist, ist halt so lange bestellbar, wie die da ist. Und ich liebe immer halt diese Stanzformen, wo man halt irgendwas verpacken kann. Das ist das Erste, was ich mir bei jedem Katalog bestelle. Ich meine, das kostet 36 Euro. Und ja, könnt ihr euch bei den Starter-Set noch holen. Das Starter-Set-Spezial endet am Dienstag. Da bezahlt ihr nur 84 Euro für den Starter-Set und könnt ihr euch bis 175 Euro in Produkte bestellen. Und dann habt ihr automatisch eine Einladung zu einem Event von Stampin' Up. Ich freue mich schon riesig am 11.11. Basteln wir. Danke dir, Renata. Danke für den tollen Kommentar. Ich freue mich, dass es dir auch gefällt. Und ja, das Designerpapier ist ja auch sehr vielseitig, wie ihr sehen könnt. Hier habe ich den Artikelnummer für den Designerpapier. Gerne könnt ihr mir eure Bestellungen auch per E-Mail schicken. Alle meine Kontaktdaten lasse ich euch hier unten. Und ich freue mich auf alle, die mich nächste Woche noch begleiten. Ankündigung, das Kartenworkshop für November wird erst am 12.11. hier in Facebook Live sein. Aber die Bastelpakete könnt ihr euch bereits seit dem 1. November bis zum 10. November holen mit den Bestellungen. Und es ist halt so, weil ich ja auf der Kreativweltmesse bin und dann kann ich halt nicht vorher den Kartenworkshop in Facebook machen, aber trotzdem könnt ihr, also müsst ihr nicht so lange warten mit euren Bestellungen. Immer am Anfang des Monats Bestellungen über 40 Euro, die das Gastgebercode benutzen, bekommen diesen Bastelpaket. Ja, wann bist du denn da auf die Messe, Andrea? Ich glaube, am Samstag sind fast alle Workshops schon voll. Weil ich habe ja nur 6 Plätze bei mir am Stand. Ich mag das, wenn es halt ruhig ist, wenn nicht alle halt drauf warten, dass jemand aufsteht und gleich wieder basteln können. Deswegen mache ich Workshop nur in bestimmten Terminen und die Leute müssen sich halt am besten voranmelden, damit sie halt sicher sind, dass sie einen Platz bei mir am Tisch bekommen. Und sonst, dann ist halt gutes Glück, wenn es Platz gibt, dann okay, Samstag. Aber trotzdem freue ich mich, dich kurz zu sehen. Lass dich drücken und alle, die halt ja vorbeikommen morgen, freue ich mich auf euch. Und ja, danke, danke. Ich arbeite weiter in den Vorbereitungen. Es ist alles lange noch nicht fertig, aber ich freue mich trotzdem. Hab einen schönen Abend und eine gute Start in der neuen Woche. Bleib gesund und kreativ. Ciao, ciao.